Hallo, willkommen zu einem neuen Video. Ja, in diesem Video möchte ich euch mal zeigen, wie schnell und einfach man eine Brühgruppe reinigen und fetten kann. Hier in meinem Beispiel mache ich das Ganze an dem Kaffeevollautomaten von Philips. Das ist hier die 2200er Serie. Die Latte Go Geschichte ist hier verbaut. Ja, das Erste, was wir machen müssen, erstmal das Gerät ausschalten. Nur so fährt die Brühgruppe in die Neutralposition. Wann sollen wir das eigentlich machen? Ja, Philips empfiehlt hier, bei ca. 1 bis 5 Tassen pro Tag soll diese Reinigung alle 4 Monate durchgeführt werden. Bei 6 bis 10 Tassen zweimal im Monat. Und solltet ihr mehr als 10 Tassen pro Tag trinken, dann sollte die Reinigung und Schmierung und Fetten der Brühgruppe einmal im Monat erfolgen, im Großraumbüro oder wo auch immer. Ja, ausgeschaltet haben wir die ganze Geschichte. Was brauchen wir? Ich mache das hier natürlich mit dem mitgelieferten Fett. Das ist hier im Lieferumfang bei gewesen. Ich setze euch mal unten in die Videobeschreibung ein Silikonschmierfett. Und nachdem das Gerät ausgeschaltet ist, gehen wir jetzt her, ziehen die Abtropfschale ein klein wenig heraus. Dann nehmen wir den Wasserbehälter auch komplett heraus. Jetzt haben wir hier eine kleine Klappe. Diese kleine Klappe können wir öffnen. Und hier hinter befindet sich die Brühgruppe. Hier push in diese Richtung, drücke ich jetzt einmal gegen und in der Neutralposition kann ich die Brühgruppe komplett aus dem Gerät herausziehen. Und das Reinigen und Entfetten empfehle ich euch, macht das über 2 Tage. Heute Abend gibt es keinen Kaffee mehr bei mir hier im Haus. Dementsprechend reinige ich jetzt die Brühgruppe unter leicht lauwarmem Wasser. Tut euch hier einen Gefallen. Nehmt keinerlei Reiniger, kein Spülmittel oder was auch immer. Einfach nur klares Wasser. Sollte bei euch in der Brühgruppe eine hartnäckige Verschmutzung aufgetaucht sein, könnt ihr das natürlich mit einer Zahnbürste so ein bisschen sauber machen. Aber mehr empfehle ich euch nicht. Kein Lappen, kein Spülmittel, kein Reiniger, nichts. Außer lauwarmes Wasser. So, und diese Brühgruppe lasse ich jetzt bis morgen hier einfach stehen und trocknen. Tja, und dass die Brühgruppe nicht in die Spülmaschine kommen darf, ist ja, glaube ich, selbsterklärend. Aber für die, die es nicht wissen, ich sage es nochmal, niemals diese Brühgruppe in die Spülmaschine geben. Welche Bereiche werden jetzt gefettet? Der Bereich Nummer 1, ich gucke mal nach, dass ihr das so gut wie möglich erkennt. Und zwar hier, diese Laufschiene, dort geht sie durch. Das Ganze natürlich auf beiden Seiten, hier oben auch. Dort muss der Bereich gefettet werden. Der nächste Bereich, hier könnt ihr es ganz gut sehen, dort dieser Hubzylinder, diese Stange, das graue Dingen, muss gefettet werden. Und hier unten, dieses Gelenk, das ist das Ende von dem Hubzylinder. Dort muss überall Fett hinein. Und das mache ich jetzt. Hier gehe ich wie folgt her, versuche jetzt hier mit einer Hand das aufzumachen. So, gebe jetzt hier Fett drauf. Nicht zu viel, übertreibt das Ganze nicht mit dem Fett. Jetzt nehme ich einen kleinen Schraubendreher und verteile das hier in diesem Bereich einmal rundum. Das Gleiche mache ich jetzt, wie gesagt, hier auch mit den Schienen und dem Hubzylinder dort oben. Und dann setze ich gleich diese Brüheinheit wieder ein. Aber hier sehen wir was. Dort. Ein N. Ein N steht für die Neutralstellung. Dort ist ein kleines Dreieck. Auf dem gelben Rädchen ist auch ein Dreieck. Die beiden müssen übereinander stehen. Nur so ist die Brüheinheit in der Neutralstellung.
Ich fette jetzt eben hier die Laufschienen und dann setzen wir die gleich wieder ein. Und welchen Bereich ich überhaupt nicht fette, das ist dieser Bereich, wo hier oben der Dichtungsring drin ist, weil der wird hier den Kaffee zusammendrücken. Wenn wir den Bereich fetten, haben wir Fett auf der Innenwand des Zylinders, ergo bleibt uns da der ganze Kaffee kleben. Und diese Sauerei wollen wir natürlich nicht haben. Ja, dann können wir jetzt hergehen und setzen die Brühgruppe hier einfach wieder ein. Das war's schon. Und jetzt können wir hier den Rest wieder zusammenbauen und die Brühgruppe ist gereinigt und gefettet. Tja, und zum Schluss gehen wir jetzt natürlich her, schieben einmal die Abtropfschale richtig rein bis zum Ende, setzen den Frischwasserbehälter wieder ein und machen jetzt eine abschließende Funktionsprüfung. Tja, das war unser Video. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Ich versuche schnellstmöglich zu antworten. Gebt diesem Video einen Daumen hoch. Würde ich mich unwahrscheinlich drüber freuen. Und den YouTube-Kanal TV Solution, den dürft ihr natürlich auch gerne abonnieren. Ja, ich warte jetzt nur noch hier, bis wir grünes Licht haben von dem Kaffeeautomaten. Also nicht grünes Licht, sondern dass wir hier das Go bekommen, dass hier alles in Ordnung ist und keine Fehlermeldung angeht. Und ich würde sagen, einmal Wasser durchlaufen lassen. Das ist ja die Selbstreinigung nach dem Einschalten. Das ist ja normal. Und da kommt es heraus. Und wir haben keine Fehlermeldung, kann losgehen. Das war unser Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüss.